Die Aktienmärkte feiern heute wieder mal eine Party. So furchtbar ungewöhnlich ist das nicht vor einer FED-Sitzung seit dem Jahr 1994. So hat die FED selber recherchiert und herausgefunden, steigen die US-Aktienmärkte um durchschnittlich 0,5% 24 Stunden vor der FED-Entscheidung. Und damit alle herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Aber das Wichtigste, das kommt vielleicht heute nachbörslich erst, das sind die Zahlen von FedEx. Das ist praktisch eine Proxy dafür, wie die Weltwirtschaft wirklich läuft. Wir haben ja derzeit die Situation, die Daten sind schwach, nach wie vor global gesehen. Aber die Märkte feiern, weil sie sagen, ist doch gut, die Notenbanken sind dovisch geworden. Was soll uns schon passieren? Der Handelsdeal kommt früher oder später, vielleicht später, aber sei es drum, er kommt. Alles gut, nichts kann passieren, Goldilocks-Szenario, alles tutti. Und hier, wenn wir uns mal anschauen, was in Sachen FED normalerweise der Fall ist, hier anhand des Nasdaq, heute übrigens wieder Tech-Werte, Semiconductor-Werte, also Halbleiter-Werte mitführend. Kein Zufall bei dieser Rallye von Zyklikern. Dann sehen wir eben diese verschiedenen Auftritte von Powell, 60 Minutes hier vor gut einer Woche. Booms, geht es nach oben, inzwischen eine negative Divergenz im RSI, knapp 71 sind wir jetzt. Wir haben das Fed-Meeting von Powell, wir haben dann die Aussage von Paul, als er sagte, ja, das mit der Bilanzreduzierung, das habe ich so nicht gemeint. Es ist vor allem heute der DAX, der aufholen kann. Schauen wir uns diese Geschichte mal an. Da sind wir jetzt ziemlich genau an die Nackenlinie dieser ganz, ganz großen Kopf-Schulter-Formation gelaufen. Im Bereich 11.830 um und bei. Da ist der DAX heute schon gewesen. Steiler Trendkanal nach oben, aber nach wie vor ist das ein angeschlagenes Chartbild, übergeordnet, auch wenn die Bullen jetzt natürlich wieder sagen, der Fugmann, der ist immer negativ, kriegt ganz tolle Kommentare oft, ja hier Mensch, der will einfach nicht anerkennen, dass die Märkte steigen. Doch, ich nehme es zur Kenntnis, aber ich sage, da ist was faul und es wird bald sich rausstellen, was faul ist. Schauen wir uns zum Beispiel einfach mal an, ob der breite Markt das hier wirklich mitträgt. Was wir hier sehen, ist eine Chart des XVG. Das ist ein gleichgewichteter Index der Aktien an der New York Stock Exchange. Das heißt, das ist nicht so wie zum Beispiel beim S&P oder beim Dow Jones oder auch beim Nasdaq, dass eine Aktie ein höheres Gewicht hat als eine andere, sondern hier sind alle Aktien gleichgewichtet. Daran kann man dann immer sehr schön sehen, wie der breite Markt wirklich tickt. Und wir sehen hier, sind wir noch ein sehr, sehr gutes Stück von den Verlaufshochs entfernt, die wir schon mal erreicht hatten, während der S&P hier unten zu sehen, ein neues Verlaufshoch gemacht, dazu oben im RSI eine Divergenz. Das identische Chartmuster fast hatten wir im September. Da ist der breite Markt auch nicht mehr mitgekommen mit dem S&P 500. Dann hatten wir die Divergenz im RSI und dann ging es nach unten. Wann passiert das? Schwer zu sagen, aber die Divergenzen sind vorhanden. Es wird immer schreiender. Das kann sich noch hinziehen. Das kann morgen nach der FED sein. Wir werden sehen. Jedenfalls ist technisch gesehen durchaus Alarmstimmung inzwischen angesagt. Jetzt sind wir in der sogenannten Risk Zone, in der Widerstandszone, nicht nur beim DAX, auch beim S&P, bei verschiedenen Indizes. Wollen wir uns gleich anschauen. Vielleicht noch eine interessante Grafik in Sachen, was ist da eigentlich los am Markt, was machen die Dickfische hier, die Bank of America, Merrill Lynch. Die zeigt, ganz oben sehen Sie es vielleicht hier eingekastelt, Short European Equities ist der Most Crowded Trade, ist also der Trade, der am stärksten frequentiert ist. Dementsprechend erklärt sich vielleicht heute so ein bisschen der Anstieg des DAX. Nachdem der DAX ja lange den US-Indizes hinterhergehinkt ist, können wir uns gleich mal anschauen. Hier sehen wir den deutschen Leitindex, aktuell 11.791 Punkte. Da ging es bums nach oben. Aber wenn wir uns dann mal das größere Bild anschauen, dann sehen wir, ja, wir sind jetzt genau an der 200-Tages-Linie. Da waren wir schon ein Stück drüber beim DAX. Kommen jetzt aber wieder ein bisschen zurück. Was macht der Leitindex S&P? Da sehen wir den Kurs bei 2800 knapp 49 Punkten. Das ist die Widerstandszone, die hier relevant ist. 2870, 2866 bis 2870. Da kann der Markt kurzfristig durchaus noch hinlaufen. Schauen wir uns mal pardon, den Vergleich zwischen DAX und S&P 500 an im größeren Zeitfenster. Das ist hier ein Tageschart. Hier sehen wir den DAX unten da, den S&P oben, himmelweiter Unterschied, also kein Wunder, dass der DAX, und das sehen wir hier mal auf 2-Stunden-Ebene, dass der DAX jetzt plötzlich diesen Vorsprung, den der S&P hat, auch im kürzeren Zeitfenster, nämlich auf 2 Stunden, jetzt plötzlich mal eingeholt hat, aber insgesamt noch eine Riesendifferenz
zwischen dem deutschen Aktienmarkt und den Amerikanern. Was macht der Dow Jones? Der ist bei 26.065, war auch schon einen Schnaps höher heute. Wir haben eine Boeing, die sich gut hält und das, obwohl China offenkundig, so berichtet eine sehr seriöse Nachrichtenagentur, gesagt hat, naja, diese Boeing 737 MAX, die wollen wir bitte nicht kaufen müssen, wenn wir einen Deal machen sollten mit euch und da es darum geht, das Handelsbilanzdefizit der Amerikaner zu verringern. Wir kaufen alles, wir kaufen Sojabohnen, aber lasst uns bitte mit diesen Boeings in Ruhe. Das könnte noch eine lustige Geschichte werden und China ist für 20% weltweit der Bestellungen von Boeing verantwortlich, also nicht gerade ein kleiner Fisch. Schauen wir uns die Situation im Nasdaq an. 7380, wieder mal, wie gesagt, die Halbleiterwerte, die Tech-Werte, die hossieren. Wir sehen eben hier diesen Halbleiterindex SOX, das ist praktisch ein ETF auf diese Halbleiterwerte. Neues Hoch mal wieder, gar keine Frage, macht Sinn. Wir sehen den Euro-Dollar jetzt bei 1,1350, generell etwas Dollarschwäche, gilt allerdings nicht für das britische Pfund. Zwingend 1,3270, Brexit-Trara nach wie vor. Man wird fast schon müde, darüber überhaupt zu reden. Schauen wir uns noch den Dollarindex an. Wir sehen, so richtig Erholung kommt nicht rein beim Greenback. Und das Gold, das hält sich deswegen oder nicht zuletzt deswegen über der 1300er Marke, 1307. Silber bei 15,38 Dollar. Und Crude Oil kommt wieder ein bisschen runter. Jetzt wieder unter der 59er Marke. Wir waren schon über 59,50 Dollar. Also, das ist die Situation an den Märkten. FedEx wird jetzt sehr, sehr wichtig, weil das sozusagen wirklich mal ganz konkret Aussage gibt, wie schaut es um die Weltwirtschaft aus. Ein Unternehmen, das im Transportsektor zu den ganz, ganz großen Fischen gehört, weltweit operiert. Heute um 21 Uhr kommen die Zahlen, die werden wir bei Finanzmarktwelt darstellen. Schauen Sie da rein, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Wir werden die Zahlen dann nachbilden. Und morgen, da gibt es das Live-Webinar um 18.55 Uhr, kurz also vor der FED-Entscheidung, die um 19 Uhr kommt. Da beginnt mein Live-Seminar bei finanzmarktwelt.de und auch unter diesem Video werde ich hier den Link reinposten. Würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind. Statement 19 Uhr, 19.30 dann die Pressekonferenz von Jerome Powell. Da dürfte auch Action an den Märkten sein. Ich freue mich schon und sage jetzt erstmal Ihnen einen schönen Feierabend und Servus.